Auf Wiedersehen. Ja, tu es. Skibidi-dap-dap. Ich werde dich so sehr vermissen. Ich wollte das nicht tun. Ja, lass es ablaufen. Wuhu. Viel Spaß beim Schwimmen. Entschuldige, Meerjungfrau. Was ist das? Oh, du hast die dunkelsten Tiefen des Ozeans erweckt. Hör auf, sie zu schikanieren oder du wirst die Haie füttern gehen. Chum-chick. Still wie ein Fisch. Gib es mir. Zwei können dieses Spiel spielen. Du hast absolut recht. 2:0, Emporkömmling. Hilfe, ich will kein Fisch werden. Du hast ihnen eine tolle Lektion erteilt. Und ich wünsche dir guten Wind. Sag mir, bist du gegangen? Du gehst. Jetzt. Ciao, ciao. Und komm nicht wieder. Hast du es ihr gezeigt? Noch nicht. Ich danke dir. Ernsthaft? Ich bin das glücklichste Mädchen der Welt. Willkommen in der Familie. Lass uns ihr das neue Haus zeigen. Nur der Wasserpark ist cooler. Du wirst bei uns wohnen. Vielleicht braucht sie etwas Wasser? Oh nein. Beeil dich. Deine Schwester braucht Luft. Bring ihr die Maske. Halt durch, Schwesterherz. Wir wussten, dass wir sie eines Tages brauchen würden. Halt dich fest. Hilfe ist nah. Beruhige dich. Tief ein- und ausatmen. Ich dachte, ich würde an die Oberfläche kommen. Leute, like dieses Video, um es mit Sauerstoff zu füllen. Wow. Schau, der Zähler wächst. Oh nein, es hat aufgehört. Wir müssen schnell handeln. Hat es funktioniert? Wuhu, wir haben es geschafft. Das ist es, was ich gesucht habe. Aus dieser Muschel machen wir dir die Kiemen, dann bist du wie eine echte Meerjungfrau. Du kannst ausatmen. Wow, ich kann atmen. Was für eine Erleichterung. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt bist du eine von uns, Schwesterherz. Oh oh, was ist das? Bleib hier, ich schaue nach. Ah, sieht aus, als wäre das dein Bus. Es ist Zeit, in die Schule zu gehen, Schatz. Okay, ich bin bereit. Vergiss deine Bücher nicht. Komm nicht zu spät. Aha. Wow, cool. Nur nicht zu schnell. Ich will das auch. Und ich kann es auch. Tschüss. Warte, Baby. Hey, da ist eine Art Barriere. Du kannst hier nicht raus. Nur die Meerjungfrauen können das. Kann ich eine Meerjungfrau werden? Natürlich. Aber du musst dich komplett verändern. Schau. Wow. Ich denke, wir fangen mit dem Gesicht an. Wir sind fast da. Cool. Ist es für mich? Na klar. Die Schrubberbürste. So süß. Aber lass sie uns noch süßer machen. Die Schlagsahne. Ist das alles für mich? Es ist ein Abschiedsgeschenk für deine Akne. Leb wohl. Weil du dich bald von ihm verabschieden wirst. Und das wird den Prozess beschleunigen. Deine letzten Worte. Dieser Staub wird dich sofort aus dem Gesicht des Babys löschen. Jetzt lass uns dein neues Gesicht sehen. Sauber. Warte, es sieht so aus, als ob nur noch einer übrig ist. Lass mich nachdenken. Ich weiß. Komm her. Ja. Du musst mir einen Gefallen tun. Kannst du mir helfen? Was ist hier los? Komm zu mir. Ich komme. Komm her, ich muss es einhaken. Fertig. 1, 2, 3, los. Wow. Es hat funktioniert. Zeig es mir. Wirklich. Ups, ich hoffe, es ist versichert. Oh, Zeit wieder an unsere Liste zu gehen. Erster Schritt, Haut, wir können sie durchstreichen. Danke. Mehr Jungfrauenpower. Na und? Hast du mich nicht erwartet? Schau mal, wen wir hier haben. Maracas. Hab ich dich. Ich will nicht mitspielen. Das ist kein Spiel. Ich glaube, das Mädchen ist zu leise. Oh, Ursula. Sie muss meine Tochter gekidnappt haben. Dreizack. Hol mir meine Tochter zurück. Ich kenne diesen Ort. Zu spät, der Prozess hat schon begonnen. Was machst du da? Mama, ich bin hier. Halt dich fest. Ursula, du kannst diesen Schlag nicht einstecken. Puh, das klappt nicht. Jetzt bin ich dran. Mal sehen, wie du damit zurechtkommst. Ich brauche Hilfe. Aha, perfekt. Da kommen meine Zaubertrankstunden gerade weg. Ich hoffe, das hält sie auf. Mach dich bereit, dich von deinem Schwanz zu verabschieden, Betty. Deine kleinen Hände können mich nicht fangen. Was? Nur das nicht.
quietschen. Gut gemacht. Ich habe dich vermisst. Lass uns nach Hause gehen. Zurück zur Checkliste. Lächeln. Das wird der nächste Schritt sein. Wir wollen, dass deine Zähne wie Perlen aussehen. So? Ah. Ach so. Das ist nicht gut. Lass uns gehen. Weißt du, ich habe eine Idee. Zeig sie mir noch einmal. Ja. Ist das ein Oreo? Da ist noch etwas anderes. Oh. Ab in den Müll. Aha. Noch eins. Nicht beißen. Komm schon. Das wird dein neuer Freund sein. Aber er ist aus Holz. Aber er wird dich daran erinnern, deine Zähne zu putzen. Ich kann es selbst machen. Schau. Lecker. Hey, nicht essen. Dafür ist die Krabbe da. Schau. Oh, das ist wirklich bequemer. Ich bin fertig. Viel besser. Habe ich ein perlweißes Lächeln? Kein Zweifel. Wir können es durchstreichen. Es ist endlich vorbei. Zeit für einen Snack. Hm, der Geruch. Yum. Hey, leg das weg. Ups, sie hat mich erwischt. Halt dich fest. Guter Junge. Keine Süßigkeiten. Es ist die ganze Krabbe. Hier kommt die Beautybox. Baby? Warum weinst du, Baby? Ich will auch wie eine Meerjungfrau schwimmen, aber ich habe keinen Schwanz. Ich will auch im Ozean schwimmen. Wie du. Oh, Baby. Ich muss nachdenken. Dreizack. Trumptrick. Komm her. Ich nehme an, du brauchst Schwänze? Okto hat die größte Auswahl an Schwänzen. Aber warum? Na und? Wirst du etwas kaufen? Wir haben sogar Supreme. Wirklich? Ich warte schon seit einem Jahr. Wow, das hier. Ich will ihn haben. Abgemacht. Ich bin gleich wieder da. Ich hoffe, die Tentakeln erinnern sich an ihr Geschäft. Nur noch ein paar Minuten. Oh, was macht sie da? Vorsicht. Ich hab's dir gesagt. Was denkst du? Darf ich es mir ansehen? Natürlich. Fertig. Willst du es anprobieren? Oh, was ist denn hier los? Wow, so schön. Es ist einfach perfekt. Folge mir. Jetzt kann ich es. Komm schon, schneller. Komm schon. Es ist Zeit, noch eine Sache zu streichen. Schwanz. Was für ein Tag und was ist das? Wer könnte das sein? Ich muss ihnen dicht auf den Fersen bleiben. Ich glaube, ich bin ganz nah dran. Ich wusste es. Ich fühle mich ganz schlecht. Ich werde dir helfen. Ich habe einen Doktortitel. Entspann dich und leg dich hin. Mein Bauch platzt gleich. Warte, ich bringe das in Ordnung. Aha. Wir holen uns erst den Burger. Wie hast du das geschluckt? Hm, hier ist ein ganzes Menü. Du kümmerst dich überhaupt nicht um mich. Du kannst nicht so viel Junkfood essen. Lass uns etwas Gesundes dazu essen. Und mehr Weintrauben. Du solltest dich jetzt besser fühlen. Ah, so gut. Danke. Kein Problem, Baby. Puh. Es ist noch etwas übrig. Jetzt ist alles gut. Wow. Okay, lass uns nach Hause gehen. Gut, lass uns gehen. Was kommt als nächstes? Es ist Zeit für die Krone. Was schon? Ich mochte sie sofort, als ich sie sah. Hey, was machst du da? Das ist meins. Folge mir. Ich hatte eine Hoffnung. Also, lass uns mit einem einfachen Haarband und einer Klebepistole anfangen. Ich finde, wir können nicht auf farbigen Glitzer verzichten. Das. Und ein bisschen für einen besseren Look. So. Jetzt füllen wir alles mit Heißkleber. Und bestreuen es mit Glitzer. Unsere bunten Korallen sind fertig. Sie sind so schön. Jetzt müssen wir sie nur noch mit unserem Haarband verbinden. Bist du bereit? Und wiederhole es so oft, wie wir es für unsere zukünftige Krone brauchen. Wow, kann ich sie anprobieren? Nicht so schnell. Ich habe etwas vergessen. Hey, halt dich fest, sie wird noch schöner werden. Ein echtes Meisterwerk. Setz sie jetzt auf. Wow, das ist die beste Krone der Welt. Danke.
Der nächste Punkt ist geschafft. Lass dich mal anschauen. Aha, was ist das? Hast du etwas bestellt? Hallo, eine Lieferung für eine junge Dame. Sieh dir nur dieses Set an. Es gehört dir. Toll, schauen wir es uns an. Da sind so viele Sachen. Und noch mehr. Das ist ein schönes Raumschiff. Ach, ich wünschte, jemand hätte mir eine geschenkt. Oh, ist die auch für uns? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist für das Make-up. Okay, ich nehme dich beim Wort. Genau. Wir können das Netz als Schablone benutzen. Jetzt hast du die Schuppen. Mir gefällt es. Und dir? Bleib stehen, wir brauchen Eyeliner. Lass sie wie Schwänze aussehen. Wir müssen so eine Schönheit hervorheben. Du wirst es lieben. Das verspreche ich dir. Die Wimpern. Und die Lippen. So glänzend. Jetzt bist du ein Topmodel. Danke, Mama. Danke. Autsch. Du musst zahlen. Ich werde dich nicht gehen lassen. Ich dachte, es wäre schon bezahlt. Meine. Ciao, ciao. Zurück zu unserem Plan. Ohoho. Mein Plan hat funktioniert. Und ich werde ihn später benutzen. So bin ich eine Meerjungfrau geworden. Cool. Hey, wo ist unsere Box? Wir haben sie hier gelassen. Ich erinnere mich. Hey Leute, habt ihr unsere Beauty-Box gesehen? Lass uns in den Kommentaren wissen, wenn du weißt, wo sie ist. Zeit, meinen Plan zu testen. Sieh mal, sie rennen herum wie Guppies im Teich. Ich bin so gerissen. Sie werden in meine Falle tappen. Und was ist so besonders an diesem Set? Wie geht es überhaupt auf? Wow. Lecker. Lippenstift? Komm her. Nicht schlecht. Oh, ein Wurm. Komm schon. Guter Fisch. Ich fange dich. Lecker. Nein, ich habe dich gefangen. Was? Zeit zum Experimentieren. Bitte nicht. Ich mag dich jetzt noch mehr. Und ich nehme das. Du hast doch nichts dagegen, oder? Schau mal. Wow, ich weiß, was wir tun werden. Ich glaube, wir können deine Haare machen. Diese Zöpfe sind nicht gut. Die Seepferdchen werden dich auslachen. Ah, es hat funktioniert. Was war das? Oh, das ist wirklich gut. Lass mich etwas tun. So bringen wir etwas Cooles in deinen Style. Was hältst du davon? So schön. Ich liebe es. Ich glaube, Ursula rennt weg. Nein, 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 nein. Ohne die Frisur geht sie nirgendwo hin. Nein. Mir reicht's. Ich haue ihr ab. Oh, ich brauche das. Tschüss. Verlierer. Endlich. Ich kann es nicht ertragen. Das erwarten sie bestimmt nicht von mir. Ich bin so müde. Wie viele sind es noch? Das reicht. Ein bisschen dunkle Magie. Und ein paar Tricks. Falte das Seitenteil in der Mitte. Und mach es zu. Genau das, was ich brauche. Sie werden dieser süßen Handtasche nicht widerstehen können. Und es wird ihr fataler Fehler sein. Sie sollen mich nicht sehen. Was ist da? Psst, sie kommen. Ah, wir sind zu früh gekommen. Zum Trick. Oh nein, du bist dran. Wage es nicht, unsere Familie noch einmal zu belästigen. Okay, abgemacht. Ich gehe. Hier ist es auch gut. Was hast du vor? Oh, du wirst schon sehen. Willst du es also? Willst du es mir wirklich geben? Danke. Das ist so niedlich. Bleib weg. Ich möchte dir einfach nur danken. Wirklich? Okay. Danke. Was ist denn hier los? Ich glaube, es kommt von unten. Okay, ich muss los. Trick. Das weiß ich doch gar nicht. Hm. Wovon redest du? Oh. Naja, es ist Zeit. Jetzt bist du dran. Halt dich fest.
Beeil dich, du darfst nicht zu spät kommen. Ich bin bereit. Los. Tschüss, Süße. Viel Glück. Sie wachsen so schnell. Oh nein. Hilfe. Baby, geht's dir gut? Wir müssen uns beeilen. Dr. Octopus, bitte helfen Sie. Das habe ich von einem Stachelrochen gelernt. Aufladen. Bin ich am Leben? Der Backup-Strom ist eingeschaltet. Das Barbie-Programm ist aktiviert. Danke. Wer war das? Oh, Baby, was ist das? Ein 8-Gigabyte-Stick? Wow, es ist so schön hier. Was ist hier los und was ist das? Ein Streber? Warum ist die Welt so grausam? Oh, lehne es nicht ab. Du kannst eine natürliche Maske machen. Ich kann dir einen Mixer geben. Genau das, was wir brauchen. Danke, Octo. Machst du uns einen Smoothie? Nein, aber glaub mir, eine erfrischende Maske kann auch nützlich sein. H2O, einfach Wasser hinzufügen. Jetzt etwas Elixier. Wir mischen es gut. Hier ist es. Das Geheimnis der schönen Haut und des tollen Tons. Fülle es aus. Jetzt müssen wir nur noch warten. Guten Morgen. Oh, unsere Maske ist fertig. Ihr müsst extrem vorsichtig sein. Das brauchst du jetzt nicht mehr. Erst die Maske und dann schaust du dich genau an. Schlaf nicht ein. Lass uns das Ergebnis sehen. Wuhu, ich habe jetzt keine Akne mehr. Tolle Arbeit mit der ersten Karte. Und Skibidi wird sich um die Maske kümmern. Skibidi-dop-dop, danke. Krake, du bist ein Genie. Rette dich. Dumme Qualle. Nicht in meiner Schicht. Du wirst nicht bestehen. Aber ich werde dieses Level mit einem neuen Rekord bestehen. Meine Heldin. Das ist mein Job. Du hast mich gerettet. Ich würde es nicht ohne den Dreizack machen. Oh, darf ich ihn anfassen? Oh, ich habe vergessen, dich zu warnen. Es ist nur für die Meerjungfrauen. Wie soll ich die Welt schützen? Nicht weinen, bitte. Nimm diese Handschuhe. Okay. Toll, junge Prinzessin. Passen Sie? Wow, so cool. Ich mag sie. Jetzt kannst du es versuchen. Wow, ich werde alle Quallen töten. Pass auf, das ist kein Spiel. Ich glaube, das reicht für heute. Okay. Wo gehen wir hin? Wuhu. Baby sieht aus, als hätte jemand ein Krokodil gebissen. Warte doch mal. Ich bin wunderschön. Ich bin gleich wieder da. Das ist der richtige Ort. Hallo, guten Tag. Was kann ich für dich tun? Warte einen Moment. Oh, es ist so rutschig. Schlafe ich? Oh. Ja, gutes Timing. Okay, ich leih es mir für eine Weile aus. Barbie, bist du zu Hause? Ich habe eine Überraschung für dich. Wow, lass mich mal gucken. Warte mal. Vielen Dank. Ich bin so... Autsch. Cool. Bänder. Ja, dieses Kind ist seltsam. Weißt du was? Wir können etwas damit machen. Bist du bereit? Für einen Haarschnitt? Nein, besser. Wir machen dir neue und schöne Schleifen. Die macht dich noch nie. Zeig allen, was wirklich schick ist. Schneide die Streifen aus Glitzerschaumiran aus und voilà. Fertig. So cool. Gib mir 5. Kann ich mit dir eine Teeparty feiern? Natürlich, meine Dame. Danke. Aber ich glaube, es ist schon kalt. So lecker. Ich werde einen Snack zu mir nehmen. Essbares. Ich verstehe dich. Chum-chick. Wow, jetzt reden wir. Pommes frites. Lecker. Danke, Schatz. Oh, Zeit für einen Lippenstift. Das ist also ihr Geheimnis. Ich will es auch. Es ist gut, dass sie ein wenig übrig gelassen hat. So lecker und dieser Glanz. Marilyn Monroe. Hast du mich gerufen? Lass uns ein richtiges Make-up machen. Vor allem, weil wir diese Karte haben. Ja, mit Vergnügen.
Toll, dann komm doch bitte zum Schminktisch. Lass uns mit den Lidschatten anfangen. Wir werden diese Bullaugen los. Ja, cool. Sieht perfekt aus. Mit diesem roten Detail siehst du umwerfend aus. Jetzt noch ein paar Glitzerschuppen und ein bisschen auf die Stirn. Natürlich kein Ketchup, aber es ist auch nicht schlecht. Muha! Was sagst du dazu? Ich finde dich einfach umwerfend. Leute, gefallen euch unsere Ergebnisse? Sie ist so charmant. Jetzt können wir an die Öffentlichkeit gehen. Schau, Baby, da arbeite ich. Was, Betty, willst du mit Puppen spielen? Wow, sie ist so cool. Was glaubst du, wo du schwimmst? Dieser Eingang ist nur für die Meerjungfrauen und du siehst nicht wie eine aus. Du bist eher eine Streberin. Ugh. Ich bin keine Streberin mehr, ich bin eine Barbie. Lass mich in Ruhe. Was hast du getan? Heul nicht, Baby. Leute, helft mir, Barbie aufzumuntern. Schreibt ihr ein Kompliment in die Kommentare. Ich bin sicher, ihr werdet ihr helfen, den Glauben an sich selbst wiederzufinden. Wow, so viele tolle Worte. Baby, lies es. Es ist alles für dich. Wirklich? Bin ich wirklich schön? Natürlich, sag Hallo zu den Jungs. Was für ein cooles kleines Ding. Ist das die Frau von Octo? Oh, eine neue Karte. Interessant. Wer ist denn da? Hallo, ich bin Sebastian. Das ist mein Freund. Hat sie eine Kleiderkarte bekommen? Aber ich habe nur dieses Outfit. Mach dir keine Sorgen, wir finden etwas Trendiges für dich. Toll. Sag Hallo zu deiner neuen Garderobe. Sieh dir nur all diese Sachen an. Rot ist der Hit der Saison. Gefällt dir mein Muschelumhang? Oder ist die Krakenkönigin vielleicht besser? Aber du weißt ja, ich bevorzuge die Klassiker. Und hier ist etwas Neues von Balenciaga. Baby, das sind die Müllsäcke. Ich weiß. Dieses Outfit ist einfach perfekt. Eine Karte mehr. Fertig. Nur ein paar Details, aber der Look ist ganz anders. Das macht so viel Spaß. Betty, willst du mitspielen? Nicht jetzt, Baby. Oh. Skibidi-dop-dop, bye-bye. Skibidi-dop-dop spielen. Was ist das? Komm her. Barbie. Oh nein. Wie kriege ich sie jetzt da raus? Das Schloss, nur die Likes können dabei helfen. Oh, Leute, ihr helft mir doch, das Baby aus der Skibidi-Toilette zu holen, oder? Dann liked dieses Video. Ich flehe euch an. Ihr seid so toll. Ihr seid echte Helden. Hey, macht auf. Im Namen von YouTube. Wuhu. Ich bin froh, dass du gesund und munter zurück bist. Und danke, Jungs. Wir haben noch Karten übrig. Schau dir die nächste Karte an. Bekomme ich auch so eine Krone? Woher bekommen wir sie? Ich weiß es nicht. Mädels, ihr werdet es nicht glauben. Ein einbeiniger Typ hat mir eine echte Schatzkarte verkauft. Bist du sicher, dass sie echt ist? Warte, ich glaube, ich weiß, was das für eine Insel ist. Es ist Zeit, sich an die Piratenjugend zu erinnern. Oder rechts. Chum-chick. Wir sind da. Wenn ich richtig liege, sind wir schon ganz nah dran. Irgendwo muss es ein rotes Kreuz geben. Oh, direkt unter meiner Flosse. Es ist also alles richtig. Dann lass uns mal nachsehen, was sich dort verbirgt. Und wer ist das? Okay, wir müssen auch hier einen Abstandshalter anbringen. Super. Hey, wer bist du? Es sind noch 2 Monate bis Halloween. Oder ist das deine Truhe? Also nimm sie. Es stört nur mich. Wow, die Krabbe hatte recht. Komm zu mir. Wir müssen nur das Schloss loswerden. Es ist schwieriger, als ich dachte, aber ich weiß, wie ich es leichter machen kann. Ein Hammer ist besser als jeder Generalschlüssel. Schalte den Tarnmodus ein und den Turmtrick. Ich hab's. Genau das, was wir brauchen. Holen wir uns den Schatz. Hol ihn dir. Gut gemacht. Was ist drin? Fischstäbchen. Ich habe noch nie etwas Schöneres gesehen. Okay, Zeit hier zu verschwinden. Hey, wo willst du denn hin? Es ist nicht sicher. Viel besser. Bist du auch ein Baumeister? Nein, ich drehe hier nur ein Video. Skibidi. Komisches Lied. Und der Ort ist seltsam. Skibidi-Dop. Okay, genug. Willst du ein paar Nägel für dein Video einschlagen? Okay, tschüss. Wow, das will ich auch. Was haben wir noch? Oh, hier ist er. Der Schwanz der Meerjungfrau. Das Baby wird so glücklich sein.
Lass uns das Richtige für sie finden. Oh nein, es ist nichts mehr da. Okay, wir können jederzeit einen neuen machen. Wir haben die Beine, Zeit anzufangen. Toll, wo ist mein Dreizack? Tunkrik! Da ist er! Komm her! Autsch! So widerspenstig! Hey, was ist das? Hör auf! Kannst du stehen bleiben? Wenn du nicht stehen bleibst, verwandle ich dich in Sushi. Ich habe gesagt, du sollst stehen bleiben! Aha! Hab ich dich! Ich habe 5 Wrestling-Titel! Geht's dir gut? Danke der Nachfrage! Probier es an! Ups, das ist ja peinlich! Wow, und es steht dir! Jetzt bist du eine echte Barbie-Meerjungfrau! Schatz, das ist der beste Tag meines Lebens! Leute, wollt ihr eine Meerjungfrau werden oder ist es besser, einfach eine Barbie zu werden? Jetzt bist du bereit! Los geht's! Hallo Mädchen, schau mal, wer da ist! Sie ist jetzt eine von uns! Du hast gute Arbeit geleistet, aber nein! Aber warum nicht? Ich kümmere mich jetzt um alles! Du hast hier etwas! Und jetzt? Wow, das ist eine echte Prinzessin. Du kannst passieren. Ich verleihe dir den Ehrentitel der besten Meerjungfrau. Was könnte besser sein? Ich arbeite hier, gefällt es dir? Sehr cool. Oh, sieht aus, als würden wir heute Abend eine Party feiern. Ich liebe Partys. Oh nein, was ist das für ein Lärm? Wir müssen uns beeilen. Hör auf damit. Was ist hier los? Wow! Hallo Baby! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Ich möchte dir das Haus deiner Träume schenken! Cool! Ich bin dabei! Dann folge mir, Baby! Unser Unterwasserkönigreich ist der beste Ort zum Bauen! Schau einfach mal! Schon schick! Wir können anfangen zu bauen! Halt dich fest! Ich werde mein eigenes Schloss haben! Es wird das schönste Haus im Ozean sein! Puh, und das ist gar nicht so einfach. Okay, ich hab's geschafft. Oh, hast du deine Hände statt der Wände gestrichen? Such dir einen Platz, wo du dein Gesicht waschen kannst und ich helfe dir. Lass uns die Farbe trocknen. Hey, ich glaube, ich habe es übertrieben. Das hast du gut gemacht. Jetzt können wir den Rahmen zusammenbauen. Fertig, wie geht es weiter? Ich glaube, es ist Zeit, mit den Türmen weiterzumachen. Perfekt. Lasst uns die Materialien vorbereiten. Kann ich helfen? Natürlich, Baby. Jetzt mach schon. Und sei vorsichtig mit deinen Fingern. Was ist besser? Ich probiere das. Okay, ich habe ihre Talente überschätzt. Und hier sind die Türme. Wow, wann hast du das alles gemacht? Okay, ich nehme meine Worte zurück. Hey, stell dich nicht unter den Pfeil. Turmchick. Bereit. Was ist mit der Dekoration? Ich will nicht, dass du fällst. Ich bin ja da. Kannst du mir die Muschel geben? Was? Ich komme nicht an dich ran. Dumme Muschel. Ist jemand lebensmüde? Willst du kämpfen? Hey, was machst du da? Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Lass mich in Ruhe. Vielleicht möchtest du ein paar Leckereien? Damit musstest du anfangen. Lecker. Oh, ja. Eine Delikatesse. Jetzt sind wir Freunde. Was habe ich vergessen? Hey, bekommst du es oder nicht? Mein Schwanz ist taub geworden. Wir wollen die Türme schmücken. Oh, ich hab's. Ich habe etwas viel Interessanteres. Hey, Meerjungfrau, fang es. Wow, genau das, was wir brauchen. Lass uns die Länge bekommen, die wir wollen. Und natürlich die Muscheln. Wir sind ein super Team. Sie ist mitten an ihrem Geburtstag verschwunden. Ich habe jede Ecke durchsucht. Okay, Mem, ich werde sie finden. Eine Menge Kinder sind an einem Tag verschwunden. Und wofür werden sie überhaupt bezahlt? Warte mal. Sieht aus, als wäre sie es. Öffne die Zelle. Das ist sie. Mach auf. Komm rein. Baby? Wen nennst du hier Baby? Es ist nicht schlecht. Baby, komm zu mir. Wie wär's mit ein paar Fenstern? Ja, wir brauchen die Fenster. Okay, dann können wir den Rahmen ausschneiden. Darf ich? Wow, das ist so cool. Und einfach.
Das Wichtigste ist, sich nicht zu verbrennen und an den Konturen entlang zu gehen. Ich mache das toll. Fertig. Einfach perfekt. Jetzt lass uns malen. In meinem Königreich werden wir Bullaugen haben, wie in einem U-Boot. Ich bin ein geborener Baumeister. Wow, so schön. Kann ich bei der Dekoration helfen? Okay, ich bin auch dabei. Jetzt wird dein Fenster wie eine Rettungsleine aussehen. Das ist so cool. Wollen wir es ausprobieren? Genau das, was wir brauchen. Ich mag es wirklich. Hallo. Und hier sind die Vorhänge. Haben wir etwas vergessen? Da ist noch ein Fenster frei. Hey, brauchst du Hilfe? Besonders, weil ich so hungrig bin. Das haben wir wirklich gebraucht. Vielleicht solltest du eine Säge benutzen. Interessant. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Meint er das ernst? Was für ein cooler Helfer. Hey, Krabbe, mach das Werkzeug nicht kaputt. Der Profi macht den Job. Ja, das ist besser. Tada! Halt dich fest. Wow, das ist mächtig. Oh, sei vorsichtig, es gehört meinem Vater. Toll, und der Dreizack ist sicher und gesund. Oh, Blasen. Blub. Wir können uns nicht ausruhen, wir haben noch so viel zu tun. Ein Schönheitstag? Wovon redest du? Oh, ich hab's. Komm schon. Du hättest deinen Schwanz schon vor langer Zeit bürsten sollen. Auf Wiedersehen, alter Schuppen. Wow, so schön. Ich kann auch helfen. Schau, fertig. Cool, ich habe eine Idee. Warte mal. Oh, und das ist jetzt ein Schönheitstag für die Wände. Ups, tut mir leid, ich werde dich nicht belästigen. Das ist noch cooler als eine Spraydose. Und ich wollte es schon wegwerfen. Es ist so schön. Ich habe die Spielsachen mitgebracht. Wo soll ich sie hinstellen? Daran habe ich gar nicht gedacht. Aber ich habe eine tolle Idee. Warte einen Moment. Was hat sie denn vor? Fertig. Sie werden ein Fischregal haben. Wo werden wir es aufhängen? Das war's. Eigentlich nicht. Oh, wir haben noch mehr Fische zu fangen. Nein, haben wir nicht. Wow. Ich bin dabei. Tschumtschick. Lass uns hier verschwinden. Hat es geklappt? Ich habe die Explosion nicht gehört. Mach die Ohren zu. Was ist da? Glaub mir, du wirst es sehen. Was? Pass auf. Wo ist sie hin? Gib mir ein Zeichen. Oh, was ist das? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das hier gelassen habe. Warte mal kurz. Oh nein. Mein Make-up. Ich glaube, das reicht jetzt. Ich hoffe, das war's. Hast du dieses Mädchen gesehen? Irgendjemand? Hilfe! Oh, Ma'am! Hast du sie gesehen? Ich erinnere mich nicht. Wo bist du, Schwester? Oh, Leute, schreibt in die Kommentare, wenn ihr wisst, wo meine Schwester jetzt ist. Okay, ich lasse es hier. Nein, wirst du nicht. Das ist illegal. Wovon redest du? Okay, dann gehe ich eben woanders hin. Kann ich es wenigstens aufkleben? Oh nein, nein, das ist verboten. Ist das klar? Was ist das für ein Gesetz? So vergisst du es nicht. Ah! Ich werde es nicht wieder tun. Ich bin sehr stolz auf dich, Ma'am. Jetzt bestimmt nicht mehr. Was ist das für ein Geräusch? Ich glaube, es kommt von hier. Hey! Oh, das ist so appetitlich. Baby, wo bist du? Es gibt kein Baby und keinen Tisch. Ich kann das reparieren. Ich hoffe, er merkt es nicht. Wäscht, wäscht den Rücken. Hey, ich kann sie nicht erreichen. Was ist denn mit diesen Krallen los? Oh, ich glaube, ich habe es herausgefunden. So komme ich bestimmt ran. Geschafft. Ich bin ein Genie. Waschen. Ich glaube, das ist meine Chance. Oh, toll. Wie lange wird er es waschen? Bist du bereit? Schon schick. Genau das, was wir brauchen. Perfekt. Lass uns einen Arm und ein Bein hinzufügen. Der Tisch muss auf etwas stehen. Einfach perfekt. Baby. Süßigkeiten. Bist du da? Wo ist man? Oh, cool. Das ist ja noch viel praktischer. Ich wasche mir den Rücken. Was für eine Erleichterung.
Oh, ein bisschen mehr. Haben wir die Kissen? Das machen wir jetzt. Tüpfig. Toll. Jetzt ist alles an seinem Platz. Toll gemacht. Das hast du auch toll gemacht. Weißt du, irgendetwas fehlt noch. Die Kronleuchter. Lass uns einen schönen Quallenkronleuchter machen. Füge etwas Tüll hinzu. Es wird sehr schön werden. Daran habe ich keinen Zweifel. Lass uns die Perlen hinzufügen. Und ja. Stofftentakel. Hilf mir. So. Fertig. Wow, du bist ein Genie. Ist das nicht süß? Genau wie ich. Warte, nein. Da ist eine leere Ecke. Warte auf mich. Seegras kann das ganz leicht beheben. Aber das ist nicht genug. Das ist besser als alle Chips. Oh, sie haben es bemerkt. Okay, ich habe eine andere Idee. Das wird auch funktionieren. Chum-chick. Was für eine Schönheit. Wir haben das schönste Schloss. Du bist die beste Meerjungfrau. Lass uns den Plan überprüfen. Jetzt können wir zur Fassade gehen. Wie konnten wir das nur vergessen? Das ist der wichtigste Teil. Kümmern wir uns darum. Los geht's. Magie wird uns helfen. Chum-chick. Und hier ist die Vorderwand. Gefällt sie dir? Sei vorsichtig. Ich werde dich nicht belästigen. Du hast nichts gesehen. Okay. Es geht hier. Alles muss sicher sein. Wir wollen nicht, dass die Mauer fällt. Wow, sieht gut aus. Trident, du bist mit der Arbeit dran. Lass uns zuerst die Skizze machen. Als nächstes machen wir die Löcher, um den Überschuss loszuwerden. Wie machst du das? Das ist ganz einfach. Lass das Tor herunter. Genau das, was wir brauchen. Wie entfernt man es? Warte, das können wir als Deko verwenden. Wie wäre es, wenn wir etwas Seetang dazugeben? Das wird unser Unterwassergarten. Schön, nicht wahr? Und etwas Dünger. Wow, du bist ein Zauberer. Was können wir sonst noch tun? Ich glaube, ich kann unseren Garten auch so dekorieren. Alle lieben Coca-Cola. Ich hoffe, sie lieben auch Algen. Chum-chick. Wow, es ist noch besser geworden. Wahnsinn. Das ist für mich. Ich habe es verdient. Ich habe etwas mitgebracht. Ich glaube, du wirst es brauchen. Was? Ich traue meinen Augen nicht. Ein unbeaufsichtigter Dreizack? Jetzt werde ich allmächtig. Oh ja. Chum-chick. Mach es einfach, Baby. Ich hoffe, es funktioniert. Komm schon. Oh! Runter. Ich wollte schon so lange angeln gehen. Wo ist der Köder? Stell keine dummen Fragen. Ich hoffe, alles klappt. Volles Eintauchen. Fangen wir einen Wels oder einen Karpfen? Ach, das ist egal. Oh, bleib genau hier. Was ist das denn? Eine neue Dekoration? Danach sieht es nicht aus. Oh, das ist der Müllschlucker. Nimm ihn weg. Herzlichen Dank. Wow, das ist ein ganzer Hai. Zieh ihn raus. Schneller. Ich hab ihn. Du bist einfach unausstehlich. Tut mir leid, aber das steht dir. Vor langer Zeit, in einer weit, weit entfernten Galaxie, wo es noch keine... Was ist das? Oh, ich glaube, es ist Zeit für die Arbeit. Okay, Baby, ich muss los. Ciao, ciao. Hi. Sieh dir diese Verliererin an. Hey, hör auf damit. Die Verliererkönigin. Warum tust du das? Hör auf, sofort. Ah! Wer ist der Nächste? Lasst uns hier verschwinden. Das ist besser. Meine Heldin. Es tut mir leid, Baby. Ich glaube, es ist deins. Komm mit mir. Chum-chick. Willkommen. Oh, wir haben Post bekommen. Ich hoffe, das sind keine Rechnungen. Wow. Was, du hast mich adoptiert? Ich danke dir. Cool, was? Und ich weiß, was wir heute machen. Du willst doch eine Meerjungfrau sein, oder? Ich weiß, wie ich dir helfen kann. Makeovers sind mein Ding. Ich bin voll dafür. Oh nein. Baby, hast du etwa die ganze Zeit nicht geatmet?
Warte, ich habe es gefunden. Warum bist du still wie ein Fisch? Du kannst jetzt atmen. Danke. Warte mal kurz. Wer ist da? Hey, Betty. Ich habe dich gehört und beschlossen zu helfen. Du kommst genau richtig. Lass uns zur Sache kommen. Baby, halt die Luft an. Du wirst das Ding bald nicht mehr brauchen. Jede Meerjungfrau hat Kiemen und jetzt hast du sie auch. Atme ein. Wow. Lass uns mit dem Umstyling beginnen. Warte, jemand hat mir ein Video geschickt. Was für ein dummer Fisch. Was? Na, na, na. Und wer ist jetzt der Dumme? Hm? Niemand. Na, dann lösch deinen Kommentar. Oh nein. Wie hat sie mich gefunden? Bitte tut mir nicht weh. Das war ein Scherz. Hilfe. Puh, das war knapp. Oh nein, sie folgt mir. Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Ah, Hilfe! Was machst du da? Ist es so schwer runterzuspielen oder was? Puh, ich dachte schon, sie würde nie gehen. Betty, ich will eine schöne Frisur. Schau, sie steht auch auf der Liste. Natürlich, Baby, setz dich hin. Mein Freund hat goldene Fingernägel. Ich habe einen neuen Kunden. Jemand will eine Meerjungfrau werden? Ja, natürlich. Ich glaube, sie werden sich gut verstehen. Dann vertrau mir. Es wird toll aussehen. Ich habe mit Ariel und sogar Poseidon gearbeitet. Welche Frisuren sind im Königreich beliebt? Kabel, kannst du das auch machen? Natürlich, Baby, kein Problem. Was ist das? Oh, bist du fertig? Das steht dir wirklich gut. Viel besser als vorher. Ich sehe nicht mehr aus wie ein Streber. Du wirst mich bald nicht mehr erkennen. Ja, Liebes, beweg dich einfach nicht. Wie ist das überhaupt passiert? Ich beschlagnahme dein Kind. Sie wird mit mir gehen. Leute, helft mir, das Baby zu befreien. Wenn ihr dieses Video liked, werden die Netze reißen. Schneller, ich flehe euch an. Ich hab's. Das ist unmöglich. Vielen Dank. Du hast das Baby gerettet. Mama, wir sind wieder zusammen. Damit kommst du nicht durch. Ich rufe zur Jagd auf das Mädchen auf. Oh, das ist das Album meiner Mutter. Mal sehen, was da ist. Nur die Meerjungfrauen. Mama wird sich freuen, wenn ich eine Collage für sie mache. Puh, das war's. Sie kommt. Oh nein, was für ein Albtraum. Meine Klassenkameraden, wer hat dir das angetan? Wer ist dieser Schwanzdieb? Wer hat... Moment mal. Es ist okay, ich habe eine Idee. Schwänze, Perlen, Foamiran und ein Haarband. Ein bisschen Fantasie und ein paar Muster. Wenn du das alles kombinierst, kannst du etwas sehr Schönes bekommen. Tschüss. Und fertig ist das Meeresbild. So toll. Baby, bist du da? Ich habe eine Überraschung für dich. Probier es an. Wow, jetzt habe ich richtige Wellen in meinem Haar. Danke, das sieht toll aus. Und woher hat dieses Kind so viel Energie? Das ist unmöglich. Ah! Komm her! Ich bin auf dem Weg, Mama. Hey, das kannst du nicht machen. Was sollte ich sonst tun? Spiel mit mir. Okay, willst du Hockey spielen? Das können wir machen. Und wir haben schon die Stöcke. Lass sie uns einfach anmalen.
Je mehr Farben, desto besser. Was für eine Schönheit. Hier, nimm sie. Lass uns eine Eisbahn für das Spiel machen. Schütte etwas Wasser hier rein. Und füge die Mitte und das Tor hinzu. Jumpfick! Es ist gefroren. Wir können loslegen. Lass uns die Stöcke kreuzen, Baby. Mach dich auf eine Niederlage gefasst. Ich werde nicht aufgeben. Huh, nimm das. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Spaß machen würde. Wenn du dich aufgewärmt hast, dann lass uns weitermachen. Es wird keine Gnade geben. Oh nein, mein Auge. Du bist wie der Terminator. Woher hast du das? Entspann dich, Liebes. Geh weg. Sie muss einen Albtraum haben. Hey, geh weg. Hab keine Angst, alles ist gut. Ich bin ja da. Leute, habt ihr gruselige Träume? Schreibt in die Kommentare, welcher der gruseligste war. Hey, hast du gehört? Ist das unsere Krabbe? Wie ist das möglich? Ich weiß es nicht. Oh nein, nicht das. Wir können nicht auf halbem Weg stehen bleiben. Es ist Zeit für das Make-up. Ich glaube, Mama hat nichts dagegen, wenn wir sie zum Testen des Make-ups benutzen. Ich habe dich gefunden. Okay, kümmern wir uns zuerst um die Lippen. Na toll, ein bisschen Puder. Und jetzt werde ich das Make-up an mir selbst testen. So cool. Lass uns ein paar Lidschatten auftragen. Ich bin perfekt. Baby, du hast mein Make-up genommen, aber du hast mein Können vergessen. Lass mich helfen. Wir brauchen die Wimpern und den Flossen-Eyeliner. Großartig, jetzt wollen wir etwas Volumen hinzufügen. Schumpfig. Danke, Mama. Ich sehe dir noch mehr ähnlich. Warte, du willst hübsche Schuppen, richtig? Ich mache sie mit einer Schablone für dich. Das ist es. Die Meerjungfrauen-Ohrringe werden perfekt an dir aussehen. Wow, ich bin sicher, dass ich die Einzige bin, die solche Ohrringe hat. Lass uns diese Farbe loswerden und ein bisschen weicher machen. Lass mich dich umarmen. Mama ist eine echte Maskenbildnerin. Siehst du, ich bin jetzt ein echter Seestern. Ich hoffe, Mama liebt Streiche so sehr, wie ich sie liebe. Das war's. Ja, und auch die Muscheln. Guten Appetit. Warte, dieser Schaum ist nicht für Streiche gedacht. Warum? Oh, mein kleiner Schelm. Ich zeige es dir jetzt. Wir brauchen etwas Farbe. Nur ein paar Tropfen. Mische alles und lass das Netz von der Mitte zu den Rändern gehen. Sieh dir nur diese Schönheit an. Jetzt lass uns eine Zeichnung auf eine andere übertragen. Toom Trick. Gefällt dir dieser Effekt? Der Tie-Dye-Schaum kann alles schön machen. Wow, so cool. Okay. Sie werden auf dem Spiegel toll aussehen. Baby, nein. Was machst du denn da? Ups. Der Teller ist zu glitschig. Nichts Interessantes in dieser Saison. Ich frage mich, was Mama von Piercings hält. Wow, ein Jackpot. Autsch, das tut weh. Nein, ich glaube, ich stecke in Schwierigkeiten. Schau, ich habe die alte Waage gereinigt. Braves Mädchen. Mach das bloß nicht noch einmal. Das ist überhaupt nicht nett. Und da du die Schuppen hast, lass uns ein neues Oberteil damit verzieren. Es ist Zeit, dein Outfit zu ändern. Es wird unglaublich sein. Du wirst wie eine echte Meerjungfrau sein. Wow, Mama, das ist wunderschön. Vielen Dank. Das ist einfach genial. Meine Mutter hat goldene Hände. Was trinkst du? Gefällt es dir?
Du hast es mir versprochen. Ich will auch einen Schwanz. Du glaubst, du bist bereit? Ich wurde mit meinem geboren, aber wir können deinen mit Magie herstellen. Mach dich bereit. Schimpschick. Nein. Wie wär's mit dem hier? Das gefällt mir nicht. Okay, maximale Kraft. Schimpschick. Wir haben es geschafft. Wow, er ist hübscher als deiner. Genau das, was ich wollte. Alles Gute für dich. Mama, ich bin ein Meeresengel. Schau, ich schwimme. Es ist so lustig. Du denkst, ich schwimme nicht? Sieh zu und lerne. Mein Schwanz ist cooler als ein Propeller. Wow, du bist wirklich ein Meeresengel. Jetzt bist du eine echte Meerjungfrauenprinzessin. Ich bin so stolz. Wir haben nur noch die Schuppen. Natürlich, Mama. Toll. Oh nein. Ursula? Hallo. Ich bin gekommen, um das Baby zu holen. Nein, nicht sie. Zu spät. Nein. Jetzt bin ich deine Mama. Was war das? Was ist passiert? Baby. Steck ein, sofort. Ich sagte sofort. Okay. Nein, mein Baby. Ich muss dich retten. Ich gebe diesem Wasserpark 3 von 5 Sternen. Hey, der Schönheitsknast ist ein Paradies für Meerjungfrauen und eine Strafe für Streber. Aktiviere das Hauptschloss. Du kannst nicht entkommen. Och, was für ein Tag. Warum habe ich nur so viel Pech? Wow, was ist das denn? Nun, da ich im Gefängnis bin, wird es Zeit, dass ich mir ein Tattoo stechen lasse. Ich hoffe, es ist nur vorübergehend, so wie mein Aufenthalt hier. Jetzt lass uns die Maschine benutzen. Es hat geklappt. Ich bin jetzt 100-mal schöner. Aber ich bin immer noch keine Meerjungfrau. Rätsel. Eine tolle Art, sich die Zeit zu vertreiben. Aber wo ist dieses Teil? Ich habe es gefunden. Das habe ich noch nie gesehen. Sieht aus wie ein Piratenschatz. Klopf, klopf, ist jemand zu Hause? Wow, ich habe einen Schatz gefunden. Ja, wo ist das Gold? Es gibt nur Beauty-Gadgets. Für dich ist das Gold. Das ist der Schlüssel zur Freiheit. Danke, Sebastian. Was hast du denn da? Lass mal sehen. Ich hab's. Es ist ein Plan, wie man eine Meerjungfrau wird. Genau, ich weiß, wo ich anfangen muss. Sie ist schlau. Es ist Zeit, dass sich eine Raupe in einen Schmetterling verwandelt. Wo ist Megan? Ist jemandem der Akku ausgegangen? Wo habe ich aufgehört? Zuerst werde ich die Akne los. Meerjungfrauen haben immer eine feuchte Haut. Sebastian, ich glaube, es klappt. Jetzt lass uns die Streberhaftigkeit abwaschen. Was? Die Anzeige hat nicht gelogen. 99% der Akne ist weg. Ich kann es im manuellen Modus erledigen. Ah, du hast mich erschreckt. Du kannst sie abdecken. Genau, da muss etwas in der Kiste sein. Du hattest recht, Sebastian. Ich liebe Body Art. Hoffentlich funktioniert es. Geschafft. Zeit für einen Test. Wir haben es geschafft. Cool. So eine Schönheit. Ich kann sie nicht mal aussprechen wegen diesem Eisenzeug. Raus hier. Ah, Hilfe. Was ist also mein nächster Schritt? Aha, Megan lädt immer noch auf. Das ist meine Chance. Ich darf sie nicht verpassen. Ich glaube, ich werde das System hacken. Ups, sieht so aus, als ob der Server ausgefallen ist. Ich muss alles reparieren, bevor Megan aufwacht. Hey Leute, könnt ihr mir helfen? Wo sind die Schlossteile? Bitte schreibt es in die Kommentare, sonst lässt mich Megan nie wieder raus. Ich zähle wirklich auf euch. Vielen Dank. Ups. Was? Du hast meinen Traum ruiniert. Okay. Essenszeit. Megan? Hoffentlich merkt sie es nicht. Dein Essen. Guten Appetit. Die Balken lassen es mich nicht nehmen. Ja, Spinnerin. Oh, die fallen ja auseinander. Aber ich habe eine Idee. Ein Seetang- und Grünkohl-Smoothie. Den kann ich wenigstens auf Instagram posten. Ich glaube, das reicht jetzt. Fang an. Der Mixer hat beschlossen, mir ein Rodeo zu verpassen. Erledigt. Ich habe eine geniale Idee. Natürliche Pflaster. Gieße den Saft in die Form.
Lasst sie uns mit eiskaltem Atem abkühlen. So erfrischend. Ich bin unter Null. Jetzt wollen wir sie testen. Sie sind so schön. Oh, es ist Zeit, sie auszuziehen. Was für eine Erleichterung. Wow, ich bin umwerfend. Sebastian, gefällt dir mein Makeover? Ein toller Geschmack. Du siehst perfekt aus. Das ist dir doch völlig egal. Hat sich etwas verändert? Okay, lass mich in Ruhe. Ich habe meine neue Tasche geliefert bekommen. Ich kann es kaum erwarten, es zu öffnen. Schade, dass ich keine Schere habe. Wahnsinn. Genau wie in der Werbung. Gibt es noch etwas anderes? Wow, der zweite Schatz des Tages. Vielleicht ist es eine Perle. Hey, hilf mir, hier rauszukommen. Vielleicht muss ich es spülen? Das werden wir jetzt herausfinden. Splash! Oh, sieht aus, als ob es offen ist. Wow, eine Meerjungfrau war hier. So viel Wasser. Sieht aus, als gäbe es noch etwas anderes. Wow, eine coole Haarbürste. Wie eine echte Meerjungfrau. Ich will es versuchen. Wow, Sebastian, gefällt dir meine Frisur? Oh Mann, ich glaube, das Diadem wird dir gut stehen. Glaubst du das wirklich? Danke, du bist der Beste. Warum brauchst du das? Was meinst du? Oh, singen! Oh, 1-0-1-1! 1-0-1-1? Code aktiviert! Schalte in den Standby-Modus. Was? Das ist der Schlüssel zu meiner Zelle. Ich muss ihn holen. Ich muss mich dehnen. Meine Spaghetti-Hände kommen überall hin. Ja, mein Mädchen, zeig es ihnen. Danke für die Unterstützung. Komm schon, ich habe es fast geschafft. Nur noch ein bisschen mehr. Ich bin fast da. Hab dich. Puh, ich kann nicht glauben, dass ich es geschafft habe. Und Mommy hat mich abgelenkt. Aber jetzt laufe ich weg. Ich werde keinen Schlüssel mehr brauchen. Nein! Herr Hilfe! Irgendjemand! Puff, puff! Sebastian? Wie bist du hier reingekommen? Komm zu mir. Du hast meinen Baldachin ruiniert. Nächstes Mal mache ich dich zu Stöcken. Ich habe versucht, es zu reparieren. Das ist eine gute Idee. Das kann wirklich interessant sein. Entfernen wir zuerst, was wir nicht brauchen. Jetzt fügen wir ein paar Dekorationen hinzu. Toll, lass sie uns festbinden. Genau das, was ich brauche. Was lieben Meerjungfrauen noch? Perlen und Muscheln. Wow, sieht toll aus. Trumtrick. Dieses Top steht mir wirklich gut. Die Armbänder, damit ich nicht den zukünftigen Fans ertrinke. Ich bin so eine Schönheit. Megan, sag mal, bin ich nicht eine Meerjungfrau? Lass uns das Identikit vergleichen. Auf keinen Fall. Warte, lass mich los. Sebastian, was ist das? Ohne Schwanz lassen sie dich nicht raus. Verstanden? Toll, dann weiß ich, was ich tun muss. Ich habe etwas in der Truhe gesehen. Und hier ist mein Schwanz. Jede Meerjungfrau kennt H2O. Einfach Wasser hinzufügen. Es hat funktioniert. Jetzt werde ich definitiv frei sein. Sieh mal, ich kann gleichzeitig in die Hände und in den Schwanz klatschen. Toll. Hast du meinen Schwanz gesehen? Toll. Lass ihn uns in Aktion sehen. Ich bin bereit. Dann halt die Luft an. Voller Tauchgang. Wow, fang eine Welle, Sebastian. Ich hab's. Es ist wie in der Schwerelosigkeit. Fang dich. Schwimm nicht zu weit. Haben wir eine Überschwemmung? Der Abfluss muss wieder verstopft sein. Ah, ich fliege. Gern geschehen. Hey, was war das? Sebastian, das ist alles nur wegen dir. Oh nein, mein Herz. Hilfe. Was ist das für ein Geräusch? Ich schaue mal nach. Sie ist darauf reingefallen. Oh, ich fühle mich schlecht. Lass es uns herausfinden. Sie hat keine Ahnung. Oh, ich fühle mich so furchtbar. Okay, ich werde dir helfen. Mal sehen, was ich habe. Das hilft nicht. Aha, mein schauspielerisches Talent hat mich gerettet. Psst. Sie wird mich nie einholen. Ich habe es gefunden. Die beste Medizin. Nein, bitte. Ich bin gesund. Ich bin hier sicher.